Guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir begrüßen Sie sehr herzlich zu unserer Online-Informationsveranstaltung Baumaßnahme Waldstraße und Gleisschleife Feuerbachstraße. Wie Sie Ihrem Einladungsschreiben entnehmen konnten, werden die Leipziger Gruppe und die Stadt Leipzig im August 2022 mit der Erneuerung der Gleisanlagen und Haltestellen in der Waldstraße vom Waldplatz bis zur Prima-Wesi-Straße beginnen. Die Baumaßnahmen umfassen auch den Ersatzneubau der Waldstraßenbrücke sowie die Erneuerung der Fahrbahn, der Gehwege und der Gleiskörper im Bereich Feuerbachstraße, Max-Planck-Straße, Frege-Straße. Die Haltestelle Max-Planck-Straße soll barrierefrei umgebaut werden. In unserer heutigen Online-Veranstaltung werden Ihnen die Bauherren vorstellen, warum gebaut werden muss, was gebaut wird und wann gebaut wird. Beteiligte Institutionen an dieser sehr komplexen Baumaßnahme sind die Leipziger Verkehrsbetriebe, die Leipziger Wasserwerke und die Stadt Leipzig mit dem Dezernat Stadtentwicklung und Bau. Ich möchte Ihnen einen ganz kurzen Überblick zum Ablauf unserer heutigen Veranstaltung geben, die bis ca. 20.30 Uhr dauern wird. Zunächst widmen wir uns dem Baubereich und dem Bauumfang. Wir werden noch mal erfahren, warum diese Baumaßnahme notwendig ist und welche Ziele mit dieser Maßnahme auch verfolgt werden. Anschließend erklären Ihnen die drei Bauherren ihre Vorhaben. Beginnen werden die Leipziger Verkehrsbetriebe, dann folgen die Leipziger Wasserwerke und zum Schluss das Verkehrs- und Tiefbauamt der Stadt Leipzig. Wir werden am Ende dieser Präsentation Sie auch noch über Baukosten und Zeitdauer informieren. Ich möchte Ihnen nun die Personen vorstellen, die heute mit mir diesen Abend gestalten werden. Herr Stefan Röll, er ist Bereichsleiter Infrastruktur bei den Leipziger Verkehrsbetrieben. Herr Matthias Wiemann, Bereichsleiter Netze bei den Leipziger Wasserwerken. Herr Marcel Merker, Sachgebietsleiter Entwurfsplanung im Verkehrs- und Tiefbauamt der Stadt Leipzig. Und Herr Norbert Tiede, Sachgebietsleiter Betrieb und Unterhaltung Brückenbau im Verkehrs- und Tiefbauamt der Stadt Leipzig. Unsere heutige Veranstaltung findet unter der Corona-Regelung 2G++ statt. Das heißt, die hier anwesenden Personen sind entweder vollständig genesen, geimpft und wurden heute noch getestet. Sie haben die Möglichkeit, Ihre Fragen an uns live zu richten. Dazu gibt es zwei Möglichkeiten. Sie können uns eine E-Mail schreiben, auch gerne im Nachgang, an bauvorhaben.verkehrsbetriebe@leipzig.de oder über Ihren Bildschirm mit der Chatfunktion. Hierzu bedienen Sie rechts unten die Schaltfläche, die blaue. Es öffnet sich ein Feld. Sie können Ihre Frage eintragen. Bitte, wenn möglich, teilen Sie uns auch Ihre Mailadresse mit und schicken Sie Ihre Chatnachricht los. Die kommt direkt hier zu uns ins Studio, wird von der Kollegin Frau Fjolke Eichler beantwortet oder an mich weitergeleitet, damit ich Ihre Frage an die Fachexperten dann richten kann. Wenn Sie sich oder andere im Nachgang gerne über diese Veranstaltung, über die Unterlagen informieren wollen, dann nutzen Sie bitte die Webseite www.l.de/Waldstraße. Wir möchten Sie noch darauf hinweisen, dass es kurz vor Beginn der Baumaßnahmen im Sommer noch eine Folgeveranstaltung geben wird, wo wir im Spezifischen über die einzelnen Bauphasen, aber auch über die Einschränkungen
des Individualverkehrs und die veränderte Linienführung des öffentlichen Personennahverkehrs informiert werden und mit Ihnen diskutieren wollen. Ich wünsche uns allen eine spannende Information und bitte nun Herrn Stefan Röll, Bereichsleiter Infrastruktur bei den Leipziger Verkehrsbetrieben, den aktuellen Planungsstand der Baumaßnahmen vorzustellen und damit mit dem Input zu beginnen. Herzlichen Dank, Herr Gauli. Auch von mir ein Willkommen zu unserer Infoveranstaltung für dieses spannende Projekt in Leipzig. Und als erster Punkt werden wir den Baubereich, den Bauumfang vorstellen. In dieser Darstellung einmal aus der Vogelperspektive heraus die Kennzeichnung des Baubereiches, beginnend in vier Abschnitte geteilt, beginnend mit der Schleife Feuerbachstraße, den bebauten Abschnitt vom Waldplatz bis zur Waldstraßenbrücke, die Waldstraßenbrücke selbst und der Abschnitt der Waldstraße bis zur Primavesi-Straße durch den Wald, welche wir in dieser Baumaßnahme gemeinsam mit den benannten Kollegen erneuern wollen. In der Teilung, die ich eben genannt habe, haben wir zunächst in der Betrachtung die Feuerbachschleife durch die Fregestraße, Max-Planck-Straße und Feuerbachstraße. In diesem Bereich werden wir als Leipziger Verkehrsbetriebe grundhaft die Gleisschleife erneuern, also die Gleise, die Fahrleitung und zugehörige Anlagen. Wir werden die Haltestelle in der Max-Planck-Straße barrierefrei ausbauen und damit wieder eine moderne Infrastruktur schaffen. Durch unsere Baupartner Leipziger Wasserwerke werden die Trinkwasserleitungen im Abschnitt der Fregestraße erneuert und Anlagen der Abwasserentsorgung saniert. Die Stadt Leipzig erneuert die Fahrbahnen und Gehwege in der Feuerbach-, Frege- und Max-Planck-Straße und wird die Anpflanzung von 12 Bäumen vornehmen. Im zweiten Baubereich, von Waldplatz bis zur Waldstraßenbrücke, erfolgt ebenfalls der grundhafte Ausbau der Gleisanlagen zusammen mit der Fahrleitung, den Bahnstromanlagen bis hin zu den Haltestellen in Feuerbachstraße und am Mückenschlösschen, welche wir ebenfalls barrierefrei ausbauen werden. Durch die Leipziger Wasserwerke werden Mischwassersammler in Teilbereichen saniert, werden Regenwasserentlastungen im Abschnitt der Christianstraße Elstermühlgraben durchgeführt und Trinkwasserleitungen in Teilbereichen erneuert. Die Stadt Leipzig wird Gehwegnasen schaffen und Bodenindikatoren anlegen, um ein sicheres Queren der Straße zu ermöglichen und auch die Parkbuchten besser abzugrenzen. Der Bereich der Waldstraßenbrücke, ein kurzer Bereich in diesem Gesamtprojekt, wird ebenfalls grundhaft erneuert. Das bedeutet, dass das Brückenbauwerk, das vorhandene Brückenbauwerk abgerissen wird, dass die dort befindlichen Gleisanlagen und auch die dort befindlichen Trinkwasser- und Abwasseranlagen, Regenwasseranlagen zurückgebaut werden und nach der Erneuerung der Brücke entsprechend neu wieder aufgebaut werden. Dann auch mit neuen Gleisen über die Brücke, sodass eine vollständig neue Waldstraßenbrücke entsteht. Der vierte Baubereich durch den Wald wird vorrangig im Bereich der Gleisanlagen mit neuen Gleisboden versehen. Es wird der Geh- und Radweg, welcher dort vorhanden ist, erneuert. Und wir werden zum optischen Abtrennung Gleisbügel einbauen, sodass die Gleisanlage abgetrennt ist. Durch die Wasserwerke erfolgt die Erneuerung des Regenwasserkanals im Bereich des Forstweges. Diese Maßnahme in der Waldstraße ist für uns eine wesentliche Maßnahme im Jahr 2022 und 2023, welche für unsere gemeinsame Zielsetzung im Leipziger Stadtgebiet die Ver- und Entsorgungssicherheit sichern soll, indem wir, wie eben schon beschrieben in den Teilabschnitten, die Gleisanlagen, die Bahnstrom- und die Fahrleitungsanlagen aus Sicht der Leipziger Verkehrsbetriebe erneuern, indem wir den Gleismittenabstand aufweiten, welches aus Sicht der Verkehrsbetriebe die Voraussetzung schafft, um die breiten Straßenbahnen ab 2024 im Zulauf befindlich für die LVB, das konnten Sie in der Vergangenheit der Presse entnehmen, auch in diesem Streckenabschnitt einsetzen zu können
Und insofern werden die Gleise etwas auseinandergerückt, um diese breiteren Bahnen aneinander passieren zu lassen. Wir erhöhen die Reisegeschwindigkeit, da wir den Zustand der Gleise im Wesentlichen verbessern und schaffen damit natürlich die Fahrplansicherheit. Durch die Erneuerungsaktivitäten der Wasserwerke wird die Trinkwasser- und Abwasserversorgung gesichert. Die bereits benannten Haltestellen am Mückenschlösschen, Max-Planck-Straße und an der Feuerbachstraße werden erneuert, werden neu gestaltet und sind dann im Zielzustand barrierefrei, sodass dort auch ein modernes und sicheres Ein- und Aussteigen ermöglicht wird. Wir sichern und erhöhen die Verkehrssicherheit im Bereich der Waldstraße, indem wir die Fußgängerampel am Mückenschlösschen errichten, um dort ein gesichertes Queren zu ermöglichen. Die Bodenindikatoren, die ich schon benannt hatte, und die Gehwegnasen erhöhen die Sicherheit darüber hinaus. Wir schaffen Beleuchtungsanlagen in den Haltestellenbereichen, schaffen eine Kurvenschmieranlage am Waldplatz. Diese dient zur Lärmreduzierung in diesem Bereich, in dem die Fahrzeuge dort geschmiert werden und eine geringere Geräuschentwicklung in der Kurve entsteht. Wir werden die vorhandene Bauweise im Bereich der Waldstraße mit Großverbundplatten ausbauen und ein modernes System aus Reda City einbauen, auf das komme ich noch zu sprechen. Darüber hinaus auch die erwähnte Baumpflanzung im Bereich der Feuerbachstraße. Noch einmal wollen wir dann spezifisch auf die Leistungen der Leipziger Verkehrsbetriebe eingehen und abgrenzen, wo genau gebaut wird. Auf diesem Bild ein Querschnitt durch die Waldstraße, in dem Sie sehen können, wo die Gleisanlagen sich befinden. Wir haben hier einen Schnitt durch eine Haltestelle, also man sieht auch den Haltestellenbereich, an dem sich die Fahrgäste aufhalten, und die Abgrenzung am Bord, jeweils rechts und links. Das ist der Baubereich, den wir über den gesamten Waldstraßenbereich erneuern werden. Wir werden nicht eingreifen in die vorhandenen Geh- und Radwege, mit Ausnahme an den Haltestellen. Dort erfolgt ein großflächigerer Umbau, aber im normalen oder im durchgehenden Bereich werden wir dort nicht weiter eingreifen. Bedingt durch die Verlängerung der Haltestellen auf 46 Meter ist der aktuelle Platz, an dem diese angeordnet sind, nicht mehr geeignet für eine Haltestelle. Darum müssen diese Haltestellen verlegt werden. Und insofern entsteht eine neue Haltestelle Feuerbachstraße vis-à-vis zur bestehenden. Und die Haltestellen am Mückenschlösschen werden beide verlegt. Das bedeutet mit der Verlängerung der Haltestellenbereiche auch, dass einige Parkplätze entfallen müssen. Aber auf einer Baulänge von fast 2 Kilometern sind das gerade mal 106 Meter. Insofern ein geringer Eingriff in die Parkmöglichkeiten. Auf dem folgenden Bild haben wir eine Visualisierung der Haltestelle am Mückenschlösschen erstellt, wo Sie die bereits benannte Fußgängerampel sehen können. Und Sie sehen auch die Markierungen und Gehwegnasen zum sicheren Queren. Die moderne Gestaltung des Wartehäuschen, des dynamischen Fahrzielanzeigers und natürlich auch das Haltestellen-Kap, welches dann ein barrierefreies Ein- und Aussteigen in die Fahrzeuge ermöglicht. Durch die Verschiebung der Haltestelle am Mückenschlösschen wird das Grundstück Waldstraße 85 nicht mehr von der Waldstraße aus erreichbar sein, denn in diesem Bereich wird die Haltestelle angeordnet werden. Stattdessen wird eine neue Zufahrt geschaffen über die Goya-Straße, sodass ein problemfreies Erreichen des Grundstückes ermöglicht wird, jedoch über eine andere Zufahrt. Hier eine weitere Visualisierung, dieses Mal die Haltestelle an der Feuerbachstraße. Sie sehen auch hier die Ausstattung mit modernen Fahrgastinformationssystemen, mit Haltestellen, Unterständen, mit Sitzmöbeln. Und in diesem Bereich auch dargestellt der Ausbau bis an die Gleise heran als Haltestellen-Cup, um das sichere Ein- und Aussteigen und dann auch hier zu sehende barrierefreie Ein- und Aussteigen zu ermöglichen. Ich hatte bereits erwähnt, dass wir im Bereich der Waldstraße die bestehende Oberbauform ausbauen. Das sind die noch im Stadtbild
Stadtbild häufig zu finden in Großverbundplatten, welche bereits vor 1990 eingebaut worden sind, jetzt ihre Lebensdauer erreicht haben und ausgebaut werden müssen. Der Verschleiß der Anlagen ist erreicht und das merken Sie zum einen, wenn Sie mit den Bahnen drüber fahren, zum anderen aber auch mit dem Auto, dass die mehr und mehr ein unangenehmes Fahrgefühl verursachen. Wir werden eine moderne Bauweise im Reda City einbauen, welches dann ein besseres Fahren für den Individualverkehr ermöglicht und aufgrund der neuen Anlagen, die dann bestehen, auch die Bahnen komfortabler fahren können. Die Bauweise Reda City ist eine sehr langlebige Bauweise, die an dieser Stelle aufsetzt auf eine Betonplatte, auf welche Schwellenteile aufgesetzt werden, verbunden über Bewehrungselemente. Diese wiederum werden eingegossen in den Deckenschluss, darauf die Schiene befindlich mit Kammerfüllelementen und den eben schon genannten Deckenschluss. Der Vorteil dieser Bauweise ist, dass sie a. sehr langlebig ist, dass sie aber auch darüber hinaus den Körperschall mindert durch die eingesetzten Kammerfüllelemente und damit ein geringeres Fahrgeräusch erreicht wird, somit also auch eine Reduzierung der Fahrgeräusche in der Waldstraße. Vielen Dank, Herr Böll, für diesen Einstieg in unsere Informationsveranstaltung. Wir haben gehört, eine sehr komplexe Baumaßnahme, bestehend aus verschiedenen Bauabschnitten und mit verschiedenen Bauherren, die unterwegs sind. Wir merken auch, dass diese Komplexbaumaßnahme Ihr Interesse weckt. Über 200 Personen sind aktuell schon hier im Livestream. Und für diejenigen, die etwas später eingeschaltet haben, möchte ich nochmal die Möglichkeit Ihnen nahebringen, Ihre Fragen an uns zu richten. Über die Chatfunktion geben Sie hier Ihre Frage ein. Wir haben auch im Vorfeld eine ganze Menge an Fragen schon erhalten, die wir heute im Laufe der Diskussionsrunde auch behandeln wollen. Ich würde gerne bei einer Komplexbaumaßnahme mit drei Bauherren zum nächsten Bauherrn überleiten. Das sind die Leipziger Wasserwerke. Wir freuen uns sehr, dass Herr Matthias Wiemann als Bereichsleiter Netze heute den Weg hierher gefunden hat. Danke, Herr Wiemann. Dankeschön, auch von mir einen schönen guten Abend an Sie alle. Auch ich freue mich, heute hier sein zu dürfen und etwas über unsere Systeme zu erzählen, die man im Regelfall nicht sieht. Wir haben, wie ich gerne sage, einen Schatz in der Erde, das ist das Trinkwassernetz von fast 3.500 Kilometer Länge und ein fast genauso langes Kanalnetz. Schatz deshalb, weil es sehr wertvoll ist und von unseren Urgroßvätern zur Verfügung gestellt wurde. Und daraus ergibt sich schon, dass wir noch einen gewaltigen Nachholbedarf haben, um auch für die nachfolgenden Generationen etwas Wichtiges zur Verfügung zu stellen, nämlich eine gesicherte Trinkwasserversorgung und eine umweltgerechte Abwasserentsorgung. Deshalb nutzen wir solche Großprojekte, genauso wie wir vieles auch in Eigenleistung durchführen, aber die Großprojekte, Sie können sich noch erinnern, in Rosa-Luxemburg-Straße, auch schon wieder 2 Jahre her, oder die Kalli. Und eben auch die Waldstraße bieten eben die Möglichkeit, dass man erstens das erneuert, was jetzt auch wirklich erneuerungswürdig ist, und zweitens das Ganze natürlich auch für uns kostengünstig macht, weil wir gemeinsam mit der Stadt und dem Nahverkehr uns im Prinzip auch in Straßenbaukosten und Umleitungskosten teilen. Es wäre auch volkswirtschaftlich nicht zu vertreten, und das sage ich auch bei jeder Maßnahme, wenn wir 100 Jahre alte Trinkwasserleitungen und Kanäle in 2 Meter Tiefe unter dem neuen Gleisbett und der Straße liegen lassen. Herr Röll hat schon einiges über uns erzählt. Gestatten Sie mir, auf 2 Folien kurz einzugehen auf das Thema, was wollen wir im Bereich der Trinkwasserversorgung hier leisten und was haben wir am Kanalnetz zu tun. In Summe sind das etwa 840 Meter Trinkwasserversorgungsleitungen, die wir hier erneuern. Sie sehen an dem Material, dieses schöne blaue Material, blau wie das Wasser, hätte ich fast gesagt, dass wir hier das Wertvollste einbauen, was es gibt, also duktiler Guss. Es soll also lange Lebensdauer uns garantieren, die nächsten 80, 100 Jahre. Und es hält natürlich auch die enormen Verkehrsbelastungen am besten aus. Und das möchte ich an der Stelle sagen, wir sind in einer wachsenden Stadt. Das heißt, unsere Ingenieure verstehen auch ihr Handwerk in der Vorbereitung. Denn wir müssen bei jeder Erneuerung auch überlegen und hydraulisch rechnen, wie groß muss das neue Rohr sein. Denn wir haben es mit einem Zuwachs an Bürgern zu tun.
Die Hausanschlüsse, hier sind es 40 Stück, möchte ich an der Stelle sagen und möchte also auch schon jetzt erwähnen, dass wir auch dieses sensible Stückchen Rohr, also die Verbindung zwischen Ihnen, unseren Kunden und der Versorgungsleitung, auch äußerst sensibel behandeln werden. Immerhin geht es hier um das Lebensmittel Nummer 1 und im Baugeschehen werden Sie uns also kaum spüren. Wenn also diese Leitungen umgebunden werden, dann wird das rechtzeitig bekannt gegeben und dann sind das 1-2 Stunden und wenn alle dann wieder von Arbeit kommen, ist das erledigt. Also wir haben auch hier Spezialfirmen, die ihr Handwerk sehr gut verstehen. Und der Hausanschluss ist nun mal irgendwo doch eine ganz sensible Verbindung zwischen Ihnen und uns. Im Kanalnetz, Herr Röll hat es schon erwähnt, auch diese Teile des Kanalnetzes liegen hier in der Waldstraße, zum Teil direkt unter dem Gleis, haben wir auch einiges zu tun. Und auch hier ist die Vorbereitung das Entscheidende. Wir haben also schon vor Jahren begonnen, nicht nur zu rechnen, wie groß müssen die einzelnen Kanalabschnitte sein, sondern wir haben auch die unterschiedlichsten Verfahren ausgewählt. Und hier in diesem anspruchsvollen Projekt führen wir also alle drei Verfahren durch. Wir haben eine Reparatur, das ist das obere Bild und das ist eine Leistung, die wir seit Jahren in Leipzig forcieren. Die händische Sanierung unserer gemauerten Kanäle, die zum Teil über 100 Jahre alt sind, das ist noch richtig Handwerkskunst und wir haben hier also Fachleute, die durch diese Sanierungsverfahren, also diesen gemauerten Kanal für die nächsten 100 Jahre fit machen. Wir haben die Renovation mittels Schlauchleining, das ist das untere Bild. Dort wird im Prinzip ein harzgetränkter Schlauch eingeführt, wird dann mit Heißdampf aufgeblasen und am Ende ist dann dieser Schlauch kein Schlauch mehr, sondern das Rohr im Rohr. Und der äußere Kanal, den wir sanieren, ist im Prinzip das Schutzrohr. Also auch ein probates Mittel, was wir hier auf einer Länge von 250 Metern anwenden. Ja, und dann haben wir im Prinzip wie im Trinkwasserbereich eben auch die Hausanschlüsse uns angeschaut und die werden wir erneuern, denn auch im Hausanschlussbereich, im Abwasser gibt es einiges zu tun. Aber das ist in allen deutschen Großstädten so und insofern ist auch diese Zahl von ca. 160 Hausanschlüssen im Prinzip für uns eine völlig normale Größenordnung in einem solch komplexen Vorhaben. Ich freue mich auf die gemeinsame Arbeit, das sage ich bei jedem Großprojekt und Sie können versichert sein, dass die Bauherren und die Stadt Leipzig auch dieses Projekt meistern. Und jetzt sage ich mal aus Sicht des Wasserwirtschafters, in der seine Schätze in 2 Meter Tiefe hat, wir werden die nächsten 80 bis 100 Jahre im Prinzip dort eine Infrastruktur unter dem Gleis haben, die uns vor Rohrschäden bewahrt und im Prinzip auch keinerlei neue Reparaturmaßnahme mehr beansprucht. Insofern sollen das kurz meine Ausführungen gewesen sein und ich stehe natürlich auch für Fragen im Nachgang zur Verfügung. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Wiemann, für die Exkursion in den Untergrund der Baumaßnahme. Wir haben gehört, es gibt 3 Verfahren, die Sie anwenden. Neben der Reparatur, der händischen, der Renovation auch die Kanalerneuerung. Und als 3. Bauherr möchten wir nun die Vertreter des Verkehrs- und Tiefbauamtes der Stadt Leipzig einladen, uns zu Straßenbau und Brückenbau Näheres zu berichten. Zunächst wird Herr Markus Merker, er ist Sachgebietsleiter Entwurfsplanung im Verkehrs- und Tiefbauamt der Stadt Leipzig, ausführen. Bitte, Herr Merker. Vielen Dank, Herr Kavalier. Ja, nun zu den Leistungen der Stadt Leipzig. Zunächst einmal Straßenbau betreffend. Ein großer Part, das hat Herr Röll schon angekündigt, ist die Gleisschleife Feuerbachstraße. Wenn wir von der Gleisschleife Feuerbachstraße reden, dann ist der Straßenzug gemeint von der Waldstraße kommend über die Feuerbachstraße, Max-Planck-Straße und Fregestraße. Hier haben wir mal ein paar Bilder aufgeführt, die den aktuellen Straßenzustand zeigen. Ganz links die Fregestraße. Wir haben hier doch enorme Schäden in der Fahrbahn neben den Gleisbereichen zu verzeichnen. Der Asphalt löst sich ab, das alte Pflaster kommt durch. In der Feuerbachstraße sehen wir hier mal ein gravierendes Beispiel, dass die Bäume, die alten Platanen in der Feuerbachstraße, ja, die ganze Fahrbahn eigentlich verschlingen, unter sich quasi den Fahrbahnbelag begraben und die ganzen Border dort auch schon rauskommen. Hier ist dringender Handlungsbedarf erforderlich. In der Max-Planck-Straße sieht es etwas besser aus, aber auch dort ist es nicht gut, wenn man genauer hinschaut. Und neben dem Gleisbereich hier rechts schaut, hat man dort auch einige Schlaglöcher zu verzeichnen. Wir haben auch die Übergangsbereiche quasi zwischen Gleisbereich und Fahrbahn, lösen sich dort auch langsam auf und hier ist auch dringender Handlungsbedarf geboten.
Zu den Planungsinhalten, mal kurz und knapp bei der Gleisstrecke Feuerbachstraße. Wir wollen die Fahrbahn grundhaft ausbauen, sowohl in der Feuerbachstraße als auch in der Max-Planck-Straße und in der Fregestraße werden wir von Hausmann zu Hausmann zwischen den Borden erstmal bauen. In der Feuerbachstraße haben wir nur eine Gehwegsanierung angestrebt. Das kommt daher, dass wir den alten Baumbestand dort schützen wollen und dort relativ sensibel agieren müssen und dort nicht den kompletten Gehweg ein- und ausbauen können. In der Max-Planck-Straße ist das anders. Da wollen wir ebenso die Fahrbahn und die Gehwege ausbauen. In der Fregestraße ist das genauso. Wir wollen dort Granitplatten mit Mosaik, Pflaster, Ober- und Unterstreifen versehen, analog dem historischen Bestand, wie er jetzt schon vorzufinden ist. Die Grundrissgeometrie der Straße bleibt im Wesentlichen erhalten, da wir uns als Aufgabe gesetzt haben, dort einen bestandsnahen Ausbau zu bringen. Wir wollten die Synergien nutzen und mit der LVB dort gemeinsam bauen, was vom Baugeschehen her ganz einfach praktikabler ist. Wir wollen die Parkstellflächen baulich fassen durch die Einordnung von Gehwegnasen. Die werden immer mal wieder separiert von Bäumen, die wir einordnen. Wir haben auch zwei neue Querungsstellen, sowohl in der Max-Planck-Straße als auch in der Friedrich-Ebert-Straße. Das werde ich Ihnen gleich noch auf dem Plan näher zeigen. Und ebenso haben wir insgesamt 13 Fahrradanlehnbügel, die wir in den Knotenpunktbereichen Fregestraße, Max-Planck-Straße und Feuerbachstraße, Max-Planck-Straße einordnen. Ja, was war für uns auch eine Planungsprämisse? Da muss man sagen, dass man die Bestandsbäume natürlich in der Feuerbachstraße halten will, die alten Platanen. Wir wollen dort 8 Baumscheiben einordnen, um eben die Wurzelbereiche in die Fahrbahn hinein zu erweitern und dort dem Baum genug Platz zu geben, zu wachsen. Wir wollen 12 zusätzliche Baumpflanzungen nach dem Zwickauer Modell in der Fregestraße und in der Max-Planck-Straße einordnen. Wir wollen ebenso die Beleuchtungsköpfe der Straßenbeleuchtungsmaste austauschen im Baubereich und auf modernes LED umrüsten, was ja auch eben zu einer wesentlichen CO2-Einsparung führt. Ebenso haben wir mit den ganzen Maßnahmen, die wir dort im Zuge der Feuerbachschleife quasi umsetzen, einen Parkstellflächenverlust, da wir Bäume, Fahrradbügel und Querungshilfen einordnen. Ja, nun möchte ich mit Ihnen gemeinsam nochmal auf den Lageplan schauen und die einzelnen Planungsinhalte nochmal darstellen. Wir haben hier oben den Bereich Feuerbachstraße. Wie schon erwähnt eingangs, haben wir hier im Grau dargestellt, hellgrau dargestellt, die alten Platanen. Überall, wo es grün ist in der Fahrbahn, dort packen wir Baumscheiben rein, um die Wurzelbereiche dort zu erweitern, weil wir dort schon mit dem Wurzelaufschlag quasi im Bereich der Fahrbahn haben. Sie sehen hier immer mal vereinzelt die orangenen Rechtecke, das sind Gehwegplattenregulierungen. Wir können ja nicht so extrem in die Gehwege reingehen, um die Bäume zu schützen. Das haben unsere Fachkollegen vom Amt für Stadtgrün und Gewässer auch so eingeschätzt. Dem werden wir folgen. Wir werden ebenso die angesprochenen Querungshilfen in der Max-Planck-Straße 2 an der Zahl schaffen und hier noch in der Friedrich-Ebert-Straße, um auch gute Fußgänger Einflugsschneisen quasi in Richtung Stadionvorplatz und Arena zu bringen. Ja, in der Max-Planck-Straße machen wir einen grundhaften Ausbau Fahrbahn und Gehweg. Wir werden hier Baumstandorte einordnen, 6 an der Zahl in der Max-Planck-Straße, um hier ein bisschen Grün in den Verkehrsraum zu bringen. Und ebenso werden wir im Bereich der Fregestraße Bäume einordnen. Hier haben wir bisher jetzt noch gar keine vorhanden. Und wir werden quasi auch analog hier oben in der Feuerbachstraße so ein Baumtor bringen, um da eine gewisse gestalterische Aufwertung auch zu erreichen. Die Einordnung von Baumstandorten ist uns wegen dem unterirdischen Bauraum hier nur auf der Südseite gelungen. So viel in aller Kürze nochmal zur Baumaßnahme der Stadt Leipzig im Zuge der großen Baumaßnahme Waldstraße. Und Herr Röll hat es vor uns auch schon erwähnt, wir werden natürlich auch in der Waldstraße einige Gehwegnasen mitmachen, um dort die
Beziehung, die Querungsbeziehung für die Fußgänger zu verbessern zum einen und zum anderen die Parker dort baulich zu fassen. Das werden wir Ihnen dann spätestens zur nächsten Veranstaltung im September nochmal auf einem Plan darstellen. Ja, soweit zum Straßenbau. Ich würde das Wort wieder an Herrn Gauli übergeben. Danke, Herr Merker. Ein behutsamer Umgang mit der vorhandenen Grünstruktur, Ergänzung und Neupflanzung von Straßenbäumen, wo es die Leitungen zulassen, Querungshilfen, Gehwegnasen, aber auch, Sie haben es gesagt, Dinge, die noch sich in Planung befinden. Jetzt haben wir eine ganz besondere Baumaßnahme innerhalb dieser großen Komplexbaumaßnahme und das ist der Ersatzneubau der Waldstraßenbrücke am Mückenschlösschen. Und Herr Thiede wird uns dazu die notwendigen Informationen geben. Bitte, Herr Thiede. Ja, danke schön. Guten Abend auch nochmal von mir. Die Waldstraßenbrücke soll neu gebaut werden. Das jetzige Bestandsbauwerk ist eine Stahlbeton-Plattenbalkenbrücke aus dem Jahr 1932. Zweifältrig, das heißt, der Pfeiler steht mitten im Elstermühlgraben. Die Breite der Brücke beträgt jetzt 20 Meter und als Ersatzneubau wurde ein Einfeldbauwerk gewählt, was natürlich zur Verbesserung des Abflussquerschnittes dienen soll oder auch dient. Die Breite der neuen Brücke soll 23 Meter rund betragen und während des ca. 16-monatigen Baus wird eine Behelfsbrücke auf der Westseite der Brücke installiert, damit der Geh- und Radweg oder Geh- und Radverkehr umgeleitet werden kann. Baukosten ungefähr 5,145 Millionen Euro. Wir befinden uns hier im Landschaftsschutzgebiet sowie auch im Vogelschutzgebiet. Das wurde aber, diese Belange wurden bei der Planung ausreichend berücksichtigt. Es wurde als Ersatzneubau eine Verbundbrücke gewählt. Da erreichen wir einen relativ schlanken Querschnitt und es ist schon beachtlich, dass wir jetzt praktisch mit einer Einfeldbrücke von der Konstruktionshöhe kaum höher kommen, als das alte Bauwerk war. Vielleicht noch ein letzter Hinweis auf die Bohrfallgründung. Mit der Bohrfallgründung umgehen wir große Baugruben, was ja wiederum einen Eingriff in die Natur bzw. die Umgebung vermindert. Leider unumgänglich ist der Eingriff in den Baumbestand. Sie sehen es selbst, 21 Bäume müssen gefällt werden. Es gibt aber natürlich Kompensationsmaßnahmen. Das heißt, in dem Bereich, wo wir bauen, wo Baumfällung vorgenommen wurden, gibt es natürlich Ersatzpflanzung und es gibt diese externe Kompensationsmaßnahme an Aufforstung Willwisch 3. Dort ist ein weiterer Teil sozusagen der Wiedergutmachung, findet dort statt. So, soweit von mir zur Brücke. Ich bedanke mich und übergebe an Herrn Roll. Ja, danke, Herr Thiede. Eine komplizierte Aufgabe, eine Brücke in einem Schutzgebiet neu zu bauen. Um Ihre Informationen zu vervollständigen, würde ich jetzt noch Herrn Röll bitten, noch mal nach vorne zu kommen, um uns über den Bauzeitraum und auch die Kosten zu informieren. Einzelne Kosten sind schon gefallen, aber der Gesamtüberblick, der fehlt noch. Herr Röll, bitte. Herzlichen Dank. Bauzeitraum und Kosten ist sicherlich eines der interessantesten Themen, zumindest Bauzeitraum für die Anwohner. Und insofern gehen wir darauf noch einmal ein. Vorauslaufend auf die grundhafte Erneuerung der Waldstraße haben wir eine Baumaßnahme bereits im Februar, März eingeordnet, nämlich den Waldplatz. In diesem Bereich haben wir schadhafte Gleise, die wir erneuern müssen als Leipziger Verkehrsbetriebe. Dazu ist eine Sperrung eingeordnet vom 21. Februar bis zum 4. März. In dieser Sperrung werden wir dort die Gleise freilegen und entsprechend sanieren, um dann wieder eine sichere Befahrbarkeit und eine komfortable Befahrbarkeit der Jahnallee auch zu ermöglichen. Während der Sperrung im Februar, März wird es eine Umleitung geben.
Das heißt, es gibt eine Vollsperrung für den Waldplatz im Straßenbahnbereich und die Straßenbahnlinien verkehren von der Angerbrücke über den Felsenkeller zum Westplatz, zum Gördelerring. Und die Haltestelle am Sportforum wird nicht bedient. Für den Individualverkehr, für den Autoverkehr stellt sich die Sperrung so dar, dass der Waldplatz durchaus anteilig befahrbar bleibt. Wir haben auf dieser Folie die Fahrbeziehungen dargestellt, dass der Waldplatz durchaus aus der Stadt kommend einfahrbar ist, dass es Ausfahrmöglichkeiten gibt, um so die Beeinflussung des Pkw-Verkehrs möglichst gering zu halten. Wir werden also den Kreuzungsbereich sehr wohl sperren, aber von der Jahnallee kann in die Friedrich-Ebert-Straße abgebogen werden und von Stadt in die Waldstraße, das sagte ich bereits. Nachdem diese Maßnahme fertiggestellt ist am 4.3., werden wir erst im Oktober diesen Jahres wieder die Bautätigkeit aufnehmen und von Oktober 22 dieses Jahr bis zum Juli des Folgejahres den Abschnitt der Waldstraße bis zur Feuerbachstraße sperren, einschließlich der Gleisschleife Feuerbachstraße, um dort die Leistungen zu erbringen, die wir vorhin erklärt haben, also die Erneuerungsmaßnahmen an den Gleisen, die Erneuerungsmaßnahmen der Stadt Leipzig und auch der Wasserwerke, ebenso in der Waldstraße in diesem ersten Abschnitt. Vom März 23 bis zum Ende des Jahres 2023 wird dann der Teil der Waldstraße von Feuerbachstraße bis an die Waldstraßenbrücke zusätzlich gesperrt und entsprechend ertüchtigt. Dieses phasenweise Vorgehen soll natürlich die Erscheinungen, die aus einer solchen Baumaßnahme hervorgehen, ein Stück weit verträglich machen. Zum einen für Sie als Anwohner, zum anderen auch für alle Gewerbetreibenden, die sich in diesem Bereich befinden. Die Waldstraße, das ist auch bereits gesagt worden, wird eine 16-monatige Bauzeit haben. Insofern ist der Bereich, nicht die Waldstraße, die Waldstraßenbrücke, ist der Bereich der Waldstraßenbrücke über den gesamten Bauzeitraum des Projektes Waldstraße von 2022, Oktober bis Dezember 2023 gesperrt. Der Abriss, die Wiederaufbauen und auch der Ausrüstung mit Versorgungsträgern und Infrastruktur benötigt diese Zeit, um dieses wichtige Bauwerk dann entsprechend errichten zu können. Der letzte Abschnitt zwischen Waldstraßenbrücke durch den Wald bis zur Prima-Wesi-Straße wird einer Sperrung unterliegen zwischen März 2023 und Juli 2023, um die dort auszuführenden Leistungen entsprechend umzusetzen. Zusammengefasst noch einmal die Einflüsse auf den öffentlichen Verkehr und auch auf den Individualverkehr, sprich auf den Pkw-Verkehr. Die Waldstraße wird phasenweise gesperrt werden für den Kfz-Verkehr. Die Straßenbahnsperrung ist durchgängig. Der Anliegerverkehr wird, soweit dieses möglich ist, sichergestellt. Das heißt, ein Verkehr durch die Waldstraße selbst wird nur bedingt bzw. nicht möglich sein. Das Waldstraßenviertel aber selbst natürlich befahrbar. Und wir werden versuchen, einzelne Überfahrten über die Waldstraße herzustellen, sodass dann auch eine möglichst verträgliche Belastung für Sie, für den Verkehr entsteht. Es wird kurzzeitige Vollsperrungen auch da geben. Das wird rechtzeitig kommuniziert und informiert. Dazu gibt es eine Folgeveranstaltung, das wurde auch schon erwähnt, in der wir nochmal detailliert auf diese Sperrungs- und Bauphasenpläne eingehen werden. Die Betrachtung des Durchgangsverkehrs hat dazu geführt, dass dieser aus dem Baubereich weiträumig umgeleitet werden soll, um sicherzustellen, dass da keine zusätzliche Belastung entsteht im Waldstraßenviertel und damit eine Verträglichkeit weiter garantiert wird. Voraussichtlich, und das sind Abstimmungen, die führen wir aktuell noch mit der Straßenverkehrsbehörde, werden wir zwischen der Waldstraßenbrücke und der Prima-Wesi-Straße eine einspurige Verkehrsführung für die Pkw einrichten können. Dazu aber auch in der nächsten Veranstaltung entsprechend weiterführende Informationen. Wie schon gesagt,
wird der Straßenbahnverkehr über den gesamten Bauzeitraum von Oktober diesen Jahres bis zum Dezember 2023 gesperrt und eingestellt. Es wird Schienenersatzverkehr eingerichtet werden, um so auch die Nutzung der Verkehrsleistung sicherstellen zu können. Last but not least, der Blick auf die Kosten, auf die geplanten Kosten für dieses Vorhaben. Wir, die Bauherren, die L-Gruppe, Wasserwerke und Leipziger Verkehrsbetriebe und natürlich die Stadt Leipzig, haben ein Gesamtinvestitionsvolumen von 29,3 Millionen Euro, die sich aufteilen in 18 Millionen etwa Investitionssumme durch die Leipziger Verkehrsbetriebe. Wir sind in der glücklichen Situation, dass Projekte wie die Waldstraße durch Förderung unterstützt werden und haben da eine Fördersuppe voraussichtlich von 14 Millionen Euro. Durch die Leipziger Wasserwerke werden 3,5 Millionen Euro investiert für die Anlagen des Abwassers und etwa 1 Million Euro für die Trinkwasseranlagen. Und, das wurde auch schon erwähnt, 5,1 Millionen Euro für die Waldstraßenbrücke. Sie hatten die genauere Zahl. Und 1,5 Millionen Euro in die Straßenbaumaßnahmen, die ebenfalls vorgestellt worden sind. Es ist eine gigantische Investition in die Zukunft. Der Herr Wiemann hat das vorhin auch ausdrücklich ausgeführt. Wir bauen für einen langen Zeitraum, wir bauen sehr umfangreich. Und wenn dann unsere Baumaßnahme abgeschlossen ist, hoffen wir, dass es auch für Sie als Anwohner verträglich war, dass Sie dort einen guten Zustand vorfinden, der lange Jahre ohne große Eingriffe bestehen kann und dann eine sichere Andienung für Sie als Anwohner ermöglicht. Herr Gulli. Vielen lieben Dank, Herr Röll, für diese Ausführungen. Vielen Dank an die Vorredner für diese Fülle an Informationen, die Sie sicherlich erstmal verdauen müssen. Wie gesagt, Sie haben in Kürze die Möglichkeit, auf der Seite www.l.de/Waldstraße die Unterlagen zu dieser heutigen Veranstaltung zu finden. Sie sind sehr aktiv im Fragestellen. Viele Fragen sind bei mir eingegangen. Ich möchte Sie weiterhin noch ein bisschen ermutigen, die eine oder andere Frage zu stellen. Ich würde gerne ein bisschen clustern. Und Herr Röll, Sie haben gerade eben gesprochen. Ich würde gerne gleich mit Ihnen nochmal beginnen. Es sind Fragen eingegangen, die sich mit den Verkehrseinschränkungen befassen. Verkehrseinschränkungen durch den Bau, aber auch Verkehrseinschränkungen für die Straßenbahn. Sie haben gesagt, es gibt eine Folgeveranstaltung, wo wir über vielleicht auch veränderte Linienführung des öffentlichen Personennahverkehrs mehr erfahren. Können Sie erste Informationen zu dem Thema, mit welchen Verkehrseinschränkungen ist zu rechnen? Nach heutigem Kenntnisstand ist es so, dass wir die Pkw-Verkehr, die Individualverkehre vorrangig aus der Waldstraße herausnehmen müssen, also sperren müssen, sodass kein motorisierter Verkehr dort möglich ist. Die Straßenbahnsperrung wird ebenso vollständig stattfinden über den gesamten Bauzeitraum. Für Fußgänger und Radfahrer werden allerdings weitestgehend die Fuß- und Radwege verfügbar sein. In den einzelnen Haltestellenbereichen, die ich vorhin auch vorgestellt habe, wird es dort kurzfristige Einschränkungen geben, aber ein grundsätzliches Passieren ist dort möglich. Die Definition des Baubereiches zwischen den Bordsteinen, wenn man es so sagen will, ermöglicht uns, die Verkehre auf den Geh- und Radwegen entsprechend aufrechtzuerhalten. Vielen Dank für diese Ausführungen. Es gibt verschiedene Fragen, die sich mit dem Ersatzneubau der Waldstraßenbrücke beschäftigen. Zum einen wird gefragt, ob Aspekte des Denkmalschutzes beachtet wurden. Zum anderen kam eine Rückfrage auf Ihren Vortrag, Herr Tiede, was man mit den Ersatzpflanzungen in Windisch 3 genau meint, was das ist. Können Sie die beiden Fragen beantworten? Ja, will ich beantworten. Also die Brücke selbst steht nicht unter Denkmalschutz, aber wir befinden uns in einem Gebiet mit Kulturdenkmalen. Also da wäre das Mückenschlösschen mit dem Garten, das Rosental an sich und auch der Elstermühlgraben. Die Brücke ist von, ich will es mal so betrachten, von unauffälliger Gestaltung und bietet deswegen wenig Konfliktpotenzial in optischer Hinsicht mit den Bestandsbauten.
Die jetzt vorhandenen massiven Postamente, die am Anfang und am Ende der Geländer stehen, werden auch beim Neubau wieder zu finden sein. Und so denken wir, dass das neue Bauwerk sich gut in die Umgebung einfügen wird. Zu den Ersatzpflanzungen, da muss ich jetzt es gibt in diesem ich bitte um Entschuldigung in dem angefragten Gebiet Aufforstung Wildwilde 3. Das ist schon ein Gebiet, was seit 2016 sukzessive aufgeforstet wird. Wir müssen ja Aufforsten oder Ersatzpflanzung vornehmen in dem Bereich, wo wir die Behelfsbrücke stehen haben. Dort haben wir ja eingeschlagen oder Bäume eben gefällt. Nördlich der Brücke brauchen wir etwas Platz, wo auch Pflanzen zum Opfer fallen. Und dort wird natürlich wieder aufgeforstet. Und ein anderer Teil kommt eben in diesen, ich muss selber nachgucken, Aufforstung Wildwilde 3 zum Tragen. Vielen Dank. Da können wir sicherlich im Nachgang auch noch mal zeigen, wo dieses Gebiet Windisch 3 liegt. Wenn's ja, das liegt zwischen Engelsdorf und Gemarkung. Es ist Richtung Engelsdorf, ja. Gut, vielen Dank. An Herr Wiemann von den Leipziger Wasserwerken auch diverse Fragen. Die erste Frage, kann es zu Versorgungslücken bei der Trinkwasserversorgung kommen? Und wenn ja, wie kann man sich die vorstellen? Wie wird darüber informiert? Dazu gebe ich noch mal ein Versprechen ab. Es wird also immer Unterbrechungen geben, die sind aber von sehr, sehr kurzer Dauer. Stellen Sie sich also vor, die neue Leitung liegt in der Erde, sie muss befüllt und desinfiziert werden. Wenn dann die Freigabe vom Gesundheitsamt kommt, wird diese neue Leitung auf das System umgestellt. Das sind dann noch mal 2 Stunden, wo man es spürt. Das wird aber rechtzeitig angekündigt und das gilt auch für jeden Hausanschluss. Wie gesagt, uns ist bewusst, dass wir es hier mit dem Lebensmittel Nummer 1 zu tun haben. Insofern sind wir also auch wirklich ziemlich versiert darin, dass wir das so durchführen, dass es kaum jemand merkt. Und wenn, wie gesagt, wird es rechtzeitig angekündigt. Und ich kann Ihnen versichern, das sind dann auch maximal 1-2 Stunden, wo man es spürt, wo es Druckmangel gibt oder wo das Wasser mal für eine Stunde ganz weg ist. Das lässt sich leider nicht vermeiden. Und ja, ich denke mal, wir werden das nicht groß spüren gemeinsam. Ich würde gleich eine Frage anschließen, die ist sehr spezifisch. Und hier wird gefragt, ob durch die Baumaßnahme der Versorgungsbereich des Wasserwerks sich ändern wird. Ist also eine Veränderung der Wasserwerte zu erwarten? Nein, das ist nicht der Fall. Kann ich ganz eindeutig sagen. Wir werden also an der Versorgungszone nichts ändern. Und ich denke mal, wir liefern dort ein sehr gutes Wasser. Zumindest hat das auch der Jahresbericht von 2021 gezeigt. Wir haben also hier eine ziemlich hohe Qualität und das kann ich mit einem gewissen Stolz sagen. Ich bin bei den Wasserwerken groß geworden und ich habe auch die 3 Ostjahre noch nach dem Studium erlebt. Und ich weiß, was wir für eine wunderbare Wasserqualität wir haben. Vielen Dank. An das Verkehrs- und Tiefbauamt, die Frage will ich an Herrn Merker richten. Ist es angedacht, im Zuge der Gleisarbeiten am Waldplatz auch noch weitere Umbau- und Verschönerungsmaßnahmen am Waldplatz durchzuführen? Nein, das haben wir bis jetzt nicht geplant und werden wir auch nicht so umsetzen mit der Maßnahme, da wir dieses Thema Waldstraße bei uns haushalterisch und mittelfristig auch nicht eingeplant haben. Das beschränkt sich dann wirklich auf die Leistung der Verkehrsbetriebe inklusive der angesprochenen Gehwegnasen, die wir an den Einmündungsbereichen dort noch bauen werden. Aber da gehört der Waldplatz nicht dazu. Mhm. Weitere Fragen an das Verkehrs- und Tiefbauamt, aber auch die Leipziger Wasserwerke, die sich wiederholen. Wann werden andere Bereiche in der Feuerbachstraße instand gesetzt? Hier wird von Fußwegen und Fahrbahnen gesprochen in Richtung Liviaplatz oder auch die Wasserleitung im restlichen Waldstraßengebiet, weil es immer wieder zu Leckagen kam. Es wird genannt hier Wasserrohrbrüche in der Feuerbachstraße bzw. am Liviaplatz. Gibt es da schon Möglichkeiten vorauszuschauen, ob außerhalb unseres heutigen Baufeldes sich in naher Zukunft weitere Aktivitäten abzeichnen? Herr Wiemann, Herr Merker. Also
Das ist eine ziemlich globale Frage. Wir haben also ein Programm sowohl im Kanalnetz als auch im Trinkwassernetz und wollen also in den nächsten Jahren sowie in den zurückliegenden etwa 15 Kilometer Wasserleitung und etwa auch 15 Kilometer Kanalnetz in der Fläche, wie wir sagen, erneuern. Das ist eine Riesenherausforderung. Ich würde es als Antwort auch daran koppeln, dass wir hier in enger Abstimmung mit der Stadt versuchen, das auch gemeinsam durchzuführen. Und ich denke mal, in den nächsten 10 Jahren werden wir in dem Gebiet doch einen Großteil unserer Leitung erneuert haben. Ich mache mal ein Beispiel. Jeder, der jetzt, sagen wir mal, in Richtung Westplatz fährt, als Waldstraßenviertelbewohner nach rechts in die Käthe Kollwitz einbiegt, weiß, dass wir dort in den letzten Jahren jeweils 2 Rohrschäden pro Jahr haben, die ziemlich, ich sage das jetzt mal in meinem Deutsch, den Verkehrsteilnehmer nerven. Das wird also unser nächstes großes Projekt werden. Wir werden also immer auch solche Themen einschieben, wo wir also auch den Straßenverkehr, den Individualverkehr, aber zum Teil eben auch den Nahverkehr erheblich stören. Wir dürfen aber auch nicht die Leitungen in den sogenannten Nebenstraßen, in zum Beispiel diesen Waldstraßenviertel vergessen. Und ich denke, in den nächsten 10 Jahren werden wir unser Programm auch dort fortsetzen. Ich darf auch daran erinnern, wir haben auch schon vor geraumer Zeit dort einiges durchgeführt, weil dort eben auch die wichtigsten Kanäle zum Klärwerk Rosenthal liegen. Da werden sich einige Bewohner daran erinnern, dass wir auch im Bereich Christianstraße schon etliches machen mussten. Wir arbeiten eine gewisse Priorität und Rang und Reihenfolge ab. Mhm. Herr Merkel? Herr Gaudi, Sie hatten ja noch gefragt zum Thema Feuerbachstraße, ob das jetzt quasi noch in Richtung Osten gesehen von der Waldstraße aus, ob da irgendwelche Baumaßnahmen geplant sind unsererseits. Also mir ist keine Maßnahme bekannt in der Feuerbachstraße an sich. Was wir umbauen wollen, ist den Livia-Platz. Das machen wir auch dieses Jahr. Vom 18.04. bis Ende April werden wir dort quasi eine temporäre Umgestaltung anstreben. Das hat aber keine substanziellen oder straßensubstanziellen Gründe, wie angesprochen, sondern das hat verkehrliche Gründe. Ja, wir wollen dort eine Verkehrslösung mal ausprobieren und das soll im Rahmen des Modellprojektes passieren und dann quasi entsprechend evaluiert werden und gegebenenfalls dann auch Empfehlungen, Handlungsempfehlungen zu geben für einen Endausbau sozusagen. Danke, Herr Merkel. Ich würde Sie bitten, jetzt keine weiteren Fragen mehr in den Chat zu schreiben, sondern unsere Mailadresse zu nutzen. Der Chat quillt über. Und damit auch Ihre Frage dann persönlich beantwortet werden kann, bitte ich Sie, die Mailadresse bauvorhaben.verkehrsbetriebe@leipzig.de zu nutzen. Wir haben auch noch ein paar Fragen, auf die möchten wir noch eingehen. Herr Tiede, Sie haben von einem Ersatzbau während der Brückenerneuerung gesprochen für Geh- und Radverkehr. Wie breit soll der sein? Wie soll der aussehen? Und warum ist die neue Brücke, die dann entsteht, breiter als die heutige? Also die Behelfsbrücke für die Umleitung der Fußgänger und Radfahrer ist eine sogenannte Systemlösung und die soll 3 Meter breit sein. Man muss einen Kompromiss eingehen zwischen der Beeinträchtigung der Natur oder dem Eingriff. Man braucht ja Platz für so eine Brücke. Und natürlich soll es aber auch ein komfortables und konfliktfreies Miteinander auf der Brücke geben. Und da ist eben eine gewisse Breite nötig. Deswegen haben wir uns aus den Erfahrungen, die wir bei der Plagwitzer Brücke gemacht haben, mit einer Behelfsbrücke für eine Breite von 3 Metern entschieden. Die zweite Frage betraf jetzt die Breite der neuen Brücke. 3 Meter mehr Breite sind zum einen bedingt, weil auf der Nordseite der Brücke, Herr Röhl, korrigieren Sie mich, wenn ich was falsch sage, wird die Gleistrasierung eine andere. Das Gleis verschwenkt ja im Nordwesten an den Rand der Waldstraße und da höhere Ausbaugeschwindigkeiten oder Entwurfsgeschwindigkeiten durch die LVB gewünscht sind oder projektiert sind, beginnt der Radius bereits auf der Brücke, der Radius des Gleises. Zusätzlich ist die Brücke allgemein breiter, was den Geh- und Radwegen zur Verfügung kommt, die statt bisher 3 Meter dann mindestens 5,10 Meter sind, was ja im Sinne der Mobilität gedacht ist. Merci. Es gibt viele Fragen, die sich noch mit dem Thema Anlieferung, Erreichbarkeit damit handeln. Und ich möchte jetzt ein paar rausgreifen. Ein Händler in der Feuerbachstraße spricht davon, dass er beliefert werden muss. Wie kann das während der Bauzeit sichergestellt werden? Wie können auch seine Kunden ihn erreichen? Ähnliche Frage von Garagenbesitzern aus der Waldstraße. Sind die Garagen immer erreichbar oder werden die abgeschnitten durch Baumaßnahmen?
Herr Röll oder Herr Merker, ich weiß nicht, wer das Wort ergreifen möchte. Ich habe nicht das Wort, aber schon mal das Mikro gegriffen. Insofern versuche ich mich an einer Antwort. Grundsätzlich gibt es die Vollsperrung in der Waldstraße. Wir haben aber auch schon gesagt, dass wir versuchen, so viel wie möglich Verkehr dort möglich zu machen, der natürlich nicht zum Feierabend bis vor die Haustür führen wird, aber der für die Anlieferung, für die ausnahmsweise Erreichbarkeit, seien es Umzüge oder Ähnliches, dann möglich gemacht wird. Wichtig dafür ist, dass wir das frühzeitig wissen, wenn derartige Anliegen bestehen, um das entsprechend dann auch mit den Baufirmen entsprechend verabreden zu können. Die genaue Bauausführung, die genauen Bauabschnitte und auch die genauen Sperrabschnitte, die dann unerreichbar sind, werden erst definiert, wenn wir einen Unternehmer gefunden haben, der das Bauvorhaben realisieren wird. Das wird nach der Ausschreibung der Fall sein. Und gegebenenfalls haben wir bei der Folgeveranstaltung dann schon mehr Antworten dazu. Es ist aber durchaus empfehlenswert, frühzeitig entsprechende Anliegen heranzutragen, um dann entsprechend darauf reagieren zu können und das Mögliche machbar zu machen. Danke. Ich würde noch zwei technische Fragen gleich an Sie hinterher schicken. Zum einen wird gefragt, wo denn die Gleisschmieranlage am Waldplatz ungefähr eingerichtet wird und wie es denn mit der Lärmreduzierung aussieht bei der Weiche zwischen Fregestraße und Feuerbachstraße. Aktuell wird berichtet, rumpeln die Straßenbahnen sehr laut über die beiden Weichen. Ich könnte jetzt frotzelnderweise sagen, die sind jetzt extra laut, damit sie die Verbesserung bemerken, wenn wir fertig sind mit Bauen. Das ist aber nicht tatsächlich der Fall. Die Kurvenschmieranlage wird eingebaut im Abzweig vom Waldplatz in die Waldstraße hinein. Das ist eine Anlage, die vollautomatisch eine Schmierung zwischen Rad der Straßenbahn und der Schiene vornimmt und damit das Quietschen unterbindet. Das sind moderne Anlagen, die dann auch in einer teilweise oder fast in einer vollautomatischen Steuerung sich befinden und somit auch die Wartung frühzeitig ankündigen, sodass es da auch keine Ausfallerscheinungen geben wird. Bezüglich der Weiche bleibt festzuhalten, dass die gesamte Gleisanlage durch die Waldstraße erneuert wird, damit auch die Weichen, die abzweigend in die Feuerbachschleife verbaut sind. Und mit den neuen Weichen, die in unserem eigenen Weichenwerk hier in Leipzig gefertigt werden, werden wir mit dem hohen Qualitätsstandard, der dort produziert wird, auch dort eine entscheidende Verbesserung erzeugen. Denn die Anlagen, die dort verbaut sind, aktuell sind, wie schon gesagt, 40 bis 50 Jahre alt. Das ist ein Standard aus dieser Zeit, also ein DDR-Standard, kann man sagen. Und das sollte eine spürbare Verbesserung dann geben. Danke, Herr Röll. An Herrn Merker, Fragen zu dem Zusammenhang dieser Baumaßnahme mit anderen Baumaßnahmen. Zum einen wird gefragt, ist bis zum Start der Waldstraßenbaumaßnahme die Baustelle Goya-Straße am Sportforum beendet? Denn diese Fertigstellung verzögert sich und man sieht da Komplikationen. Und als zweite Frage, klappt das, die Waldstraße und Livia-Platz zeitgleich zu gestalten? Ist da nicht die Feuerbachstraße völlig abgehängt? Also ich würde erstmal diese zweite Teilfrage beantworten wollen. Der Livia-Platz wird ja quasi vom 18.04., wie ich schon gesagt habe, bis Ende April dieses Jahres umgestaltet. Das ist also in zwei Wochen relativ schnell über die Bühne gegangen. Und zur anderen Baumaßnahme Goya-Straße habe ich aktuell keine Informationen vorliegen. Das können wir Ihnen nur im Nachgang dann beantworten. Dann wird mir diese Frage beantworten, wenn uns die Mailadresse vorliegt. Ansonsten auf die Seite stellen. Und Livia-Platz geht es erstmal um eine temporäre Umgestaltung, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Das ist eine temporäre Umgestaltung und die wird dann quasi für 3 Jahre aufrechterhalten, um zu schauen, ob man dort wirklich eine Verkehrsberuhigung erreichen kann, ob das alles funktioniert, ob die verschiedenen Verkehrsarten dort alle miteinander zurechtkommen. Und bevor man dann quasi den Livia-Platz schon grundhaft ausbaut, will man dann erstmal so eine Zwischenlösung probieren, um dann zu schauen, wie man es letzten Endes richtig gestalten kann. Danke, Herr Merker. Nochmal als Information für Sie. Sie sehen es auch gleich nochmal als Einblendung. Fragen bitte an bauvorhaben.verkehrsbetriebe@l.de. L.de hinten. Und wir sichern Ihnen zu, dass diese Fragen durch die Bauherren auch beantwortet werden. Wir kommen
zu den letzten Fragen. Während der Bauzeit wird das Parken eingeschränkt sein. Eine Frage einer teilnehmenden Person ist, ob während der Baumaßnahmen der RB-Parkplatz genutzt werden kann, zumindest zu Zeiten, wo wohl keine Spiele stattfinden. Gibt es da schon Überlegungen oder Vorgespräche? Ich greife die Frage wieder. Danke, Herr Röder. Insofern, wir sind dort noch in Abstimmungen, ob wir Ausweichparkplätze anbieten können. Grundsätzlich ist ein Parken im öffentlichen Raum ein Kann und es gibt keinen Anspruch darauf. Dennoch wollen wir natürlich möglichst viel Akzeptanz für diese lange und umfangreiche Baumaßnahme erzeugen und sind dort noch in diversen Abstimmungen, würden dann in der Folgeveranstaltung zu den Ständen entsprechend informieren. Danke. Es gab noch eine baumschutzspezifische Frage. Warum ist Handlungsbedarf geboten, wenn Bäume wurzeln? Vielleicht müsste man dieses Wurzeln ein bisschen näher beschreiben. Die Bäume können doch geschützt werden und es könnte rundherum gebaut werden. Also wenn Sie sich erinnern, ich hatte vorhin ein paar Fotos gezeigt, insbesondere das Foto von der Feuerbachstraße, wo wir gesehen haben, dass die Wurzeln dort in den Fahrbahnbereich hineingelangen. Das müssen wir ganz einfach beheben, weil das zum einen auch ein Verkehrsqualitätsproblem mehr ist und zum anderen wollen wir dem Baum dort einfach mehr Platz zum Wurzeln geben und den größer in die Baumscheibe einfassen. Danke. Sie hatten, damit Sie auch gleich am Mikrofon bleiben können, vorhin gezeigt, wie die Gleisschleife, die Gehwege, die Begrünung erfolgen soll. Es gab eine Frage, wird die Fregestraße analog der Waldstraße erneuert? Die Fregestraße analog der Waldstraße? Also Im gleichen Stil, im gleichen Ausbauformat? Wir hatten ja gesagt, dass die Fregestraße grundhaft ausgebaut wird. Das heißt, das komplett einmal von Hauswand zu Hauswand. Wir werden dort Gehwege erneuern und eben auch die Fahrbahn. Wir werden Baumstandorte einordnen mit dem Zwickauer Modell, das hatte ich Ihnen auch gesagt. Das funktioniert auch nur auf der einen Seite. Aber vom Charakter her, sage ich jetzt mal, wird die Oberflächengestaltung mit Granitplatten passieren. Das ist ja auch in der Waldstraße so. Und daneben gibt es dann eben Mosaik, Ober- und Unterstreifen, falls das jetzt die Frage war der Gestaltung. Mhm. Ich weiß nicht genau, worauf der Fragesteller. So ging die Frage bei mir ein. Ja. Zwickauer Modell, würden Sie kurz erläutern, was das ist? Auch diese Frage kam ja mehrfach. Okay, also das Zwickauer Modell, das ist ein Begriff, den wir in der Verwaltung benutzen. Das ist letzten Endes ist es eine Baumscheibe, die mit relativ wenig Aufwand auch in die Straße hineingebaut werden kann. Man muss nicht neue Abläufe setzen, weil man die Baumscheibe etwas vom Bord abrückt und die Entwässerungsrinne an den Borden an sich auch so funktionieren und ich nicht die komplette Entwässerung umplanen muss. Das passt sehr zum bestandsnahen Ausbau. Danke. Herr Wiemann, werden die Baumaßnahmen an der Wasserversorgung, Trinkwasser, Abwasser auch Auswirkungen auf die Nebenstraßen haben? Gibt es da Versorgungsengpässe? Oder Zeiten, wo Versorgung nicht gewährleistet ist? Sage ich mal ausdrücklich nein. Aber ich möchte an der Stelle noch was anfügen, was ich vorhin in dieser kurzen Präsentation unterschlagen habe, weil es für mich selbstverständlich ist. Das gilt auch für die Entsorgung. Das ist ja genauso wichtig. Dass also immer auch die geregelte Abwasserentsorgung organisiert wird. Das gilt also insbesondere da, wo Leitungen erneuert werden. Ich rede jetzt von den Kanälen, die ich da vorhin kurz zeigen konnte, aber natürlich auch, wo Schlauchrelining durchgeführt wird. Das heißt, sowohl in der Waldstraße als auch in den anliegenden Straßen muss das so organisiert sein, dass man uns so wenig wie möglich spürt, dass also auch das Gesamtsystem im Waldstraßenviertel funktioniert, wenn wir in der Waldstraße zum Beispiel in der Riemsentwässerungsleitung legen müssen. Also sowohl ver- als auch entsorgungstechnisch müssen wir hier das hohe Niveau halten, was wir uns die letzten Jahre auch im Normalbetrieb erarbeitet haben. Und ich möchte noch eins hinzufügen, ich nehme das ziemlich ernst, ich werde also auch mit meiner Mannschaft nochmal das Thema der Feuerbachstraße hinterfragen, ob wir dort jetzt einen dringenden Handlungsbedarf haben. Deshalb habe ich das Thema Käthe-Kollwitz-Straße eingefügt, weil bei allem, was Sie programmatisch machen, kommt immer mal auch ein großer Brocken dazwischen, wo Sie einfach reagieren müssen. Und ich nehme das ziemlich ernst und würde mich dann auch mit der Stadt abstimmen, ob wir da Handlungsbedarf haben und diesen dann irgendwo mit einordnen können.
Wir haben so viel zu tun, dass man dann auch mal sagt, ich möchte mal in einem Viertel fertig sein, wenn ich dann in Rente gehen möchte. Danke, Herr Wiemann. Herr Röll, noch Fragen zum Gleiskörper. Wird es in der Waldstraße ein Überholgleis geben für Großveranstaltungen, damit Besucher nach der Veranstaltung aus der Arena, aus dem Stadion schneller wegkommen, also mit der Bahn wegfahren können? Ein zusätzliches Überholgleis wird nicht angeordnet. Die Gleise bleiben rein konstruktiv etwa in der Lage, in der sie sind. Wir haben die Feuerbachschleife, mit der wir bis in die Max-Planck-Straße fahren können, um dort entsprechende Anschlüsse herzustellen. Und die Zuläufe und Abläufe zum Stadion natürlich über die Haltestelle Sportforum Süd, beziehungsweise auch über die Haltestellen in der Waldstraße. Also es wird eine Zweigleisigkeit geben, es wird die Abzweige geben in die Feuerbachschleife. Und um mehr Bürger befördern zu können oder mehr Sportfans befördern zu können, sollen ja die Haltestellen entsprechend verlängert werden auf 46 Meter und damit auch der Einsatz der größeren und leistungsfähigeren Fahrzeuge vorbereitet werden. Vielen Dank. Feuerbach, Gleisschleife ist ein Wort, das ich nochmal hier in einer Frage aufgreifen möchte. Warum bleibt die Gleisschleife in ihrer aktuellen Lage? Ist die große Lösung tot? Vielleicht müssten Sie erläutern auch, was die große Lösung war. Die Erläuterung würde ich mir überspringen und würde einfach sagen, die Umgestaltung des gesamten Bereiches der Arena ist erst vor wenigen Monaten durch die Presse gegangen, dass es dort noch entsprechende Gestaltungsentwürfe und Gestaltungsvorschläge gibt. Und insofern ist die heutige Lösung für uns die Pflicht, aufgrund Verschleiß die Feuerbachschleife zu erneuern, mit dem Blick auf die Gesamtumgestaltung dieses Areals, aber nicht in einer großen Lösung ausführbar. Alles andere könnte bedeuten, dass wir in überschaubarem Zeitraum dort nochmal eingreifen müssen und insofern dann die Gestaltung vielleicht auch behindern. Das soll vermieden werden und zusammen mit dem Amt für Stadtentwicklung der Stadt Leipzig wird dort eine Gestaltungslösung gefunden werden. In welchen Zeiträumen kann ich nicht beantworten. Ich kann nur darauf verweisen, es gab vor ein paar Monaten einen Zeitungsartikel zu diesem Thema. Danke, Herr Röll. Und weil Sie so schön geantwortet haben, gleich noch eine Frage an Sie. Es geht jetzt ganz viel bezüglich LVB, Gleiskörper, Haltestellen. Warum wird die Haltestelle Feuerbachstraße hinter die Kreuzung gelegt? Vielleicht erläutern Sie noch mal ganz kurz, warum dieser Schritt notwendig ist. Wir verschieben die Haltestelle Feuerbachstraße, weil wir die eben schon angesprochene Weiche dort davor haben in der Lage und in diesem Gleisabschnitt nicht mehr die Länge von 46 Metern realisieren können. Aktuell ist die Haltestelle um einiges kürzer. Somit passt die zwischen die beiden Weichen oder beziehungsweise die Querstraßen und wir können dort die Haltestelle haben. In Zukunft soll die Haltestelle eben auch mit Blick auf mehr Komfort und längere Fahrzeuge bedient werden können und das bringt uns in die Situation, dass wir die nicht mehr an der vorhandenen Stelle einordnen können. Die Verschiebung ist dadurch notwendig an die eben gezeigte Position. Vielen Dank. Ich schaue auf meine Frageliste, sehe noch eine Frage. Sie haben gesprochen, Herr Merker, dass es einen grundhaften Ausbau von Hauswand zu Hauswand gibt in der Frägestraße. Wird der auch in der Waldstraße von Hauswand zu Hauswand sein? Nein, also das haben wir nicht vor. Das haben wir auch auf Grundlage quasi des vorhandenen Zustands jetzt auch nicht priorisieren können. Wir haben, wie gesagt, auch mittelfristige Haushaltsplanung, indem wir solche großen Bauvorhaben entsprechend eintakten müssen. Die LVB ist ja Hauptmatador und wir werden uns sozusagen auf die angesprochenen Gehwegnasen und Einordnung von Bodenindikatoren beschränken. Vielen Dank. Letzte Frage, die bei mir jetzt aufgeploppt ist, ist eine Frage an Herrn Tiede. Was ist mit Ihrer Bemerkung gemeint, dass alle Belange zum Thema LSG, Landschaftsschutzgebiet, und SPA, Stadtplanungsamt, berücksichtigt wurden? Oder SPA, weiß jetzt nicht, was damit gemeint ist. Das ist wieder einer der berühmten englischen Begriffe, heißt Special Protected Area. Den Englischkennenden wird es grausen, wie ich es ausgesprochen habe. Aber das bedeutet eigentlich Vogelschutzgebiet. Es gibt bei diesen Belangen im Zuge der Planung drei Säulen, hochtrabend ausgedrückt. Das ist das artenschutzrechtliche
Wie heißt denn jetzt mich selber? Der artenschutzrechtliche Fachbeitrag, der landschaftspflegerische Fachbeitrag und der Flora, Fauna, Habitat, Verträglichkeitsprüfung, die Verträglichkeitsprüfung. Das wird durch Fachplaner erstellt und das bildet, daraus leitet sich dann ein gewisser Maßnahmenkatalog ab. Zum einen diese Ersatzpflanzungen, die wir bereits besprochen haben, und zum anderen bedingt das natürlich eine sogenannte ökologische Bauüberwachung während der Bauzeit, damit also der Eingriff in die Natur kontrolliert wird und die Maßgaben auch alle erfüllt werden, wie sie eben in dem Plan verankert sind. Vielen Dank, Herr Tiede. Ich schaue jetzt gerade noch mal. Herr Röll, allerletzte Frage, die noch reinploppt. Auch wenn Sie gesagt haben, die veränderte Linienführung und der Schienenersatzverkehr wird Thema der Folgeveranstaltung vor der Baumaßnahme sein, kann man schon erste Mitteilungen unseren Zuschauern übermitteln, wie das vielleicht aussehen könnte? Um ganz ehrlich zu sein, nein. Wir sind in enger Abstimmung und es gibt diverse Konzepte, wie wir die Betriebssteuerung und die Betriebsführung dort während der Bauzeit organisieren werden. Das sind aber derzeitig noch Untersuchungen, die wir noch oder Ideen, die wir noch mit Untersuchungen spicken, um den optimalen Zustand daherzustellen. Und ich möchte ungern vorgreifen, um hier Erwartungen zu wecken. Insofern würde ich darum bitten, diese Frage in der Folgeveranstaltung beantworten zu können. Gegebenenfalls auch mit unserem Kollegen aus der Betriebssteuerung, der dann explizit die Details auch noch vortragen kann. Vielen Dank. Damit sind nun alle bei mir eingegangenen Fragen beantwortet. Sie haben aber weiterhin die Möglichkeit, Ihre Fragen an die Leipziger Gruppe und die Stadt Leipzig zu richten. Wir haben mehrfach auf die Mailadresse hingewiesen. Ich wiederhole es gerne nochmal: bauvorhaben.verkehrsbetriebe@l.de. Ein etwas sperriger, langer Begriff. Bitte schauen Sie auch auf die Webseite www.l.de/Waldstraße. Wir werden frühzeitig über die Folgeveranstaltung Sie informieren, wieder mit Einladung schreiben, sicherlich auch mit einer Pressemitteilung. Wir danken Ihnen sehr, sehr herzlich, dass Sie Ihre Fragen an die Bauherren gestellt haben. Bis zum Ende hatten wir über 200 Teilnehmer. Das zeigt, diese Baumaßnahme hat eine große Bedeutung, ist auch wichtig, dass sie umgesetzt wird. Aber es gibt auch viele Personen, anliegende Gewerbetreibende, die hier weiterhin gut informiert werden möchten und auch sicherlich mit Ihnen im Austausch stehen möchten, um die Einschränkungen, die Baumaßnahmen immer mit sich führen, gering als möglich zu halten und dann, wie die Vorredner ja mitgeteilt haben, ein tolles Ergebnis zu haben, was auf Nachhaltigkeit entwickelt ist, eine Lösung für viele Jahre, die auch zur Verbesserung der Versorgung, aber auch zu einem besseren Stadtbild hier beitragen kann. Wir danken Ihnen alle recht herzlich, Ihnen noch einen wunderschönen Abend und bis zur Folgeveranstaltung. Auf Wiedersehen.